Hallo, Marius Ebert hier. Ich habe eine Aufgabe, die ich mit Ihnen besprechen möchte, in der es um Break-Even-Berechnung geht. Allerdings sozusagen mit Vorbereitung. Und zwar haben wir folgende Situation. Das ist eine Aufgabe aus dem Bereich Immobilienwirtschaft. Hier sind die Jahre in dieser Spalte. Hier haben wir die Gesamtkosten pro Jahr. Dann haben wir hier die Objekte. Es handelt sich also hier um eine Wohnungs- oder Immobilienverwaltungsgesellschaft. Und dann haben wir hier die Erlöse pro Monat. Achtung, hier steht Jahr, hier steht Monat, pro Monat und Wohneinheit. So, und wir haben hier das Jahr 200x und wir haben das Jahr 200x plus 1, also 2010 und 2011 oder 2013, 2014. Ja, zwei aufeinanderfolgende Jahre. Die Gesamtkosten pro Jahr betragen im ersten dieser beiden betrachteten Jahre 136.000 Euro und im zweiten Jahr 121.000 Euro. Im ersten Jahr wurden 1000 Objekte verwaltet, im zweiten Jahr nur 850. Die Erlöse waren konstant pro Monat und Wohneinheit 22 Euro in beiden Jahren. Die Handlungsaufforderung lautet, dass man zunächst einmal die Kosten bestimmen soll, und zwar die Variablen und die Fixen. Man könnte die Aufgabe auch anders formulieren. Bestimmen Sie die Kostenfunktion, so heißt es hier nicht, aber man könnte es auch so formulieren. K ist immer K Gesamt gleich K Fix plus KV mal X. Diese Funktionsvorschrift hat zentrale Bedeutung überall im Bereich der Kostenrechnung, wenn es um Break-Even geht, im Grunde überall. Und ich habe viele Videos gemacht, wo ich diese Funktion erklärt habe. Vielleicht können Sie als Ergänzung zu diesem Video auch da noch mal reinschauen. Ja, frei verfügbare Videos auf YouTube. K fix plus KV mal x. Hier steht ein Plus und hier steht ein Mal. Ja, wir haben also die fixen Kosten. Hier steht kein x. Ja, hier ist nicht K fix mal x. Warum? Weil die fixen Kosten eben fixe Kosten sind. Das heißt, sie sind da, bewegen sich nicht, unabhängig von der Ausbringungseinheit, also in dem Fall Anzahl der Objekte. Ja, x sind hier die Objekte. Die variablen Kosten bewegen sich. Das heißt, wenn wir kein Objekt haben, haben wir hier KV mal 0, dann haben wir nur die fixen Kosten. Wenn wir ein Objekt haben, haben wir die fixen Kosten plus die variablen Kosten für eine Einheit multipliziert mit einer Einheit und so weiter. Ja, wenn wir zwei Einheiten haben, steht hier 2. So, und jetzt kommt es darauf an, aus diesen Gesamtkosten, 136.000 im ersten Jahr und 121.000 im zweiten Jahr, sozusagen die Variablen bzw. die fixen Kosten herauszukitzeln. Denn diese 136 bzw. 121.000, das ist das hier. Ja? Nur das hier, dieses große K hier, setzt sich zusammen aus einem fixen Bestandteil plus einem variablen Bestandteil. Die meisten Leute gehen jetzt erstmal hin und sagen 136.000 durch 1000. Ja, das ist aber falsch, falsch, falsch. Ja, Sie dürfen nicht einfach die Gesamtkosten durch die Stückzahl dividieren, denn ein fixer Bestandteil ändert sich doch überhaupt nicht. Wir können die Aufgabe nur lösen, wenn wir sozusagen die Dinge hier dynamisch betrachten, und zwar im Sinne von Veränderung. Was verändert sich denn im Übergang vom ersten auf das zweite Jahr? Offensichtlich haben wir hier 136.000 minus 121.000 Kosten weniger und wir haben 1000 minus 850 Wohneinheiten weniger. Das heißt, wenn wir jetzt mal rechnen, dann sind das hier offensichtlich 136.000 minus 121.000, 15.000 Euro Kosten weniger und hier
150 Wohneinheiten weniger. Das heißt, diese 15.000 weniger haben sich bewegt dadurch, dass wir 150 Wohneinheiten weniger hatten. Das sind die variablen Kosten und nur das. Und zwar 15.000 für 150. Jetzt sollte es kein Problem für uns sein, das auf eine Einheit umzurechnen. Wir rechnen 15.000 dividiert durch 150 und kommen auf 100 Euro pro Wohneinheit, variable Einheiten. So, jetzt habe ich den Teil hier, den habe ich berechnet. Jetzt brauche ich doch nur noch, das mit 1000 zu multiplizieren, denn ich weiß, 100 Einheiten sind es für eine Wohneinheit, 200 Einheiten für zwei Wohneinheiten und so weiter. Ja, für 1000 Wohneinheiten sind es dementsprechend 100.000. Wenn ich jetzt weiß, die variablen Kosten sind 100.000, die Gesamtkosten sind 136.000, ja, dann weiß ich doch auch, wie hoch die fixen Kosten sind. Ja, also wenn ich hier dieses erste Jahr nehme, dann kann ich sagen, diese Zahl ist mir bekannt, 136.000. Diese Zahl, variable Kosten für 1000 Wohneinheiten, sind 1000 mal 100 Euro pro Wohneinheit, sind 100.000, so, und jetzt weiß ich, ja, jetzt muss man sagen, K minus KV mal X, also man muss das sozusagen jetzt umformen, ergibt dann, aber ich sehe es ja mit einem Blick, 36.000 fixe Kosten. Sie können das Spiel auch hier machen, ja, dann steht hier 121.000 als K Gesamt, die variablen Kosten sind 850 mal 100, sind 85.000. Und wenn Sie die 85.000 wieder von den 121.000 abziehen, raten Sie mal, auf was Sie kommen. Sie kommen auf 36.000. Also es ist egal, ob Sie das für das Jahr 1 hier machen oder für das Jahr 2 hier. Wichtig ist, und das ist immer wichtig, dass Sie bitte nicht die Gesamtkosten durch die Stückzahl dividieren, sondern sich klar machen, diese Gesamtkosten bestehen nun mal aus dem fixen Bestandteil und dem variablen Bestandteil. Das ist immer das gleiche Spiel. Ich gebe dir zwei Angaben und du musst mir die dritte nennen. Ja? Ich gebe dir die Gesamtkosten, das heißt, das hier ist bekannt. Ich gebe dir verklausuliert die Angabe, wie hoch die variablen Kosten sind, indem ich dir zwei Werte gebe und du auf den Unterschied achten musst, nämlich 15.000 für 150 Wohneinheiten. Damit hast du die variablen Kosten pro Wohneinheit. Damit hast du die variablen Kosten, damit hast du die zweite Angabe und dann kannst du die dritte errechnen, indem du die variablen Kosten von den Gesamtkosten abziehst und dann bleiben die fixen Kosten übrig. Ja, so einfach ist das im Grunde, wenn man einmal verstanden hat, dass man hier die Veränderung, ja, die Veränderung betrachten muss. Ja, denn variabel heißt ja veränderlich. Ja, die fixen Kosten sind fix, aber die Variablen verändern sich mit der Stückzahl. Hier haben wir 150 Stück, also Objekte weniger, 15.000 Euro weniger, also wie viel haben wir pro Stück weniger? 100, ja, und der Rest ist doch dann jetzt eigentlich klar. Ja, das war's für dieses Video. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.